Ja, das Ganze hatte vor 10 Jahren angefangen. Da habe ich nach einer Sportart gesucht, um ein bisschen Gewicht zu verlieren. Und dann habe ich nach kurzer Zeit gemerkt, dass ich selbstbewusster werde und dass meinem Körper gut tut. Ja, das hat mich dann so motiviert, dass ich dann irgendwann halt auch in den Ring steigen wollte. Und dann hat sich der Weg entwickelt zum professionellen Kickboxer. War jetzt ein Jahr lang in Amsterdam gewesen, bin jetzt vor kurzem wieder zurück nach Deutschland gekommen und bin jetzt im Jups Fight Team in Köln und trainiere da mit dem Nationaltrainer von Deutschland. Und ich gebe mein Bestes heute Abend, um den zweiten Weltmeistertitel nach Hause zu bringen.